Stellen Sie sich bitte mal vor, Sie kommen nach Hause und das Dach fehlt. Und mehr als das, der Vermieter hat außerdem noch die Wohnungstür aufgebrochen und Ihre Sachen einfach so in den feuchten Keller geräumt. Eigentlich unvorstellbar, aber Günter Jekert ist genau das passiert. Düsseldorf. In dieser Straße hat Günter Jekert 13 Jahre lang gewohnt. Im Dachgeschoss dieses Hauses. 2013 wird das Haus verkauft. Der neue Eigentümer kündigt allen Mietern, beginnt kurze Zeit später mit Bauarbeiten. Jekert weigert sich auszuziehen. War ich unterwegs und bin nach Hause gekommen. Da war dann so ein 2 Quadratmeter großes Loch in der Decke, in der Schräge, direkt über meinem Wohnzimmerschrank, wo es reingeregnet hat. Das Wochenende muss Günter Jekert mit dem durch die Bauarbeiten entstandenen Loch in der Decke leben. Seinen Vermieter erreicht er nicht. Montagmorgen verlässt er das Haus, sucht Hilfe bei den Ämtern. Als er zurückkommt, ist seine Wohnungstür aufgebrochen. Meine ganzen Sachen wurden durch 2 Handwerker in den Keller geschleppt und die Dachschräge war ganz weg im Wohnzimmer. Das heißt also, an ein Weiterwohnen war gar nicht zu denken. Jekert ist geschockt, ruft die Polizei, erstattet Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Einen Räumungsbeschluss gibt es nicht. Mit dem Notwendigsten kommt er bei einem Freund unter. Jekert glaubt, er musste raus, weil er nicht ins Konzept des neuen Vermieters passte. Das ist reine Profitgier, meiner Meinung nach. Das Haus wird billig gekauft, dann wird es schnell saniert und für teuer Geld wird weitervermietet. Und dafür müssen aber halt die alten Mieter raus. Und das ist, passiert dann halt auf diese Weise. Leute, die nicht freiwillig ausziehen, werden dann gemobbt. Ja, dann wird das Haus unbewohnbar gemacht, bis die Leute raus müssen. Weil man da nicht mehr wohnen kann, weil es halt gefährlich wird. Zu einem Interview ist der Vermieter nicht bereit. Unsere Fragen bleiben unbeantwortet. Seit dem erzwungenen Auszug stehen Möbel und Privatbesitz von Günter Jekert im Keller des Hauses. Mit einem Freund will Günter Jekert seine Sachen heute abholen. Mit einem Handy dokumentieren sie, wie es hier aussieht. Der Keller ist feucht. Während der Bauarbeiten hat es häufig ins Haus geregnet. Die Umzugskisten sind teilweise aufgeweicht. Es ist ja im Grunde kein Umzug, es ist eine Rettungsaktion, ja, dass ich probiere, das mitzunehmen, was noch brauchbar ist. Wenn Vermieter das Eigentum ihrer Mieter zum Beispiel nach einer Räumung einlagern, so muss das trocken und sicher geschehen. Auch das war hier nicht der Fall. Vieles von Jekerts Einrichtung ist durch Feuchtigkeit jetzt nicht mehr zu gebrauchen. Was alles jetzt noch im Keller ist, ist entweder angeschimmelt, verfault oder durch den unsachgemäßen Umzug oder Runterräumen zerstört worden. Mein Schrank, mein Küchentisch, die Küchenstühle, die Polster sind auch feucht und angeschimmelt. Das werde ich alles nicht mit in meine neue Wohnung nehmen. 3 Monate konnte Günter Jekert bei einem Freund unterkommen. Jetzt hat er eine neue Wohnung gefunden. Das Einzimmer-Apartment ist kleiner als sein ehemaliges Zuhause. Der erzwungene Umzug ist für den Koch eine große finanzielle Belastung. Vieles muss er jetzt neu anschaffen. Boah, nee, den kann ich wegschmeißen. Für seinen kaputten Hausstand will Günter Jekert von seinem Vermieter Entschädigung fordern. Wie hoch sein Schaden ist, weiß er erst, wenn alle Kisten ausgepackt sind. Diesen Fall zeigt unsere Reporterin dem Mietrechtsexperten Jürgen Becher. Fälle von Mieterverdrängung erlebt er immer häufiger, weil Miet- und Kaufpreise immer weiter steigen. Doch wer von seinem Vermieter drangsaliert wird, kann sich wehren. In dem Moment, wo der Vermieter das Dach halb abgerissen hat, hätte der Mieter sofort eine einstweilige Verfügung bei Gericht erwirken sollen, dass dem Vermieter aufgegeben wird, ihm ein uneingeschränktes Wohnen da wieder zu ermöglichen. Der Mieter hätte darüber hinaus in ein Hotel ziehen können und dem Vermieter die Kosten dafür geltend machen. Becher sagt, Mieter haben Rechte. Wer einen Auszug erzwingt, der muss auch alle Kosten tragen. Auch sie wurden aus ihrer Wohnung vertrieben, sagen Britta Lehmkuhl und Peter Schettiner. Sie mussten aus ihrer Wohnung raus, weil es ihr Vermieter so wollte. Ihr ehemaliges Wohnhaus, Altbau in begehrter Lage, nahe der Universität in Köln. Wir stehen vor dem Haus, in dem wir 20 Jahre gewohnt haben, beziehungsweise also vornehmlich ich erstmal. Mein Partner ist nachgezogen und wir sind dort wegen Eigenbedarfs gekündigt worden. In der Kündigung schreibt ihr Vermieter, dass sein Sohn in die Wohnung einziehen wolle.
Britta Lehmkuhl und Peter Schettiner haben 9 Monate Zeit, sich ein neues Zuhause zu suchen. Nach ihrem Auszug steht zunächst der Name des Eigentümers auf dem Klingelschild. Wenig später aber liest Peter Schettiner hier fremde Namen. Es wurde neu vermietet. Der ist nicht eingezogen. Es stand zwar ab dem ersten Tag, wo er eigentlich einziehen wollte, ab dem 1. Mai, auf dem Klingelschild sein Name, aber er ist nie eingezogen. Das Paar fühlt sich betrogen. Die beiden vermuten, die Neuvermietung war geplant, um eine höhere Miete zu erzielen. Der Deutsche Mieterbund schätzt die Zahl der Räumungsprozesse wegen Eigenbedarfs auf über 10.000 Fälle pro Jahr. Vermieter, die einen Eigenbedarf nur vorgeben, können vom Mieter zur Kasse gebeten werden, sagt Rechtsanwalt Jürgen Becher. Wenn ich ausgezogen bin und die Wohnung wird nicht von der Eigenbedarfsperson bezogen, sondern wird an Dritte weitervermietet, habe ich keinen Rechtsanspruch darauf, wieder in die Wohnung einziehen zu können. Ich kann aber Schadensersatzansprüche geltend machen. Die Zahl der Eigenbedarfskündigungen habe in den letzten Jahren zugenommen, sagt der Deutsche Mieterbund. Immer wieder gibt es Fälle, bei denen der Eigenbedarf nicht umgesetzt wird, wie bei Britta Lehmkuhl und Peter Schettiner. Der Umzug samt Wohnungssuche und Makler sei zeitaufwendig und kostspielig gewesen. Dafür wollen sie Schadensersatz. Die Kosten setzen sich durch den Umzug an sich zusammen. Dann dadurch, dass wir hier eine erhöhte Miete haben gegenüber der Wohnung vorher. Der ehemalige Vermieter war zu einer Stellungnahme nicht bereit. Das Paar hat sich jetzt an einen Rechtsanwalt gewandt. Die beiden wollen Entschädigung für den Ärger und die Kosten, die ihnen durch den erzwungenen Umzug entstanden sind. Unser Anwalt hat uns geraten, dagegen vorzugehen gerichtlich. Ob das jetzt strafrechtlich sein wird oder privatrechtlich, das ist jetzt noch nicht so klar. Aber wir möchten auf jeden Fall Schadenersatz fordern und hätten gerne Entschädigung dafür, was passiert ist. Das ist nämlich für uns Unrecht. Zurück zu Günter Jeckardt in Düsseldorf. Sein ehemaliger Vermieter hat seine Wohnung aufgebrochen und seinen Besitz in den Keller schaffen lassen. Jeckardt hat Anzeige erstattet. Die Staatsanwaltschaft verweist auf den Privatklageweg. Jeckardt hat aufgelistet, was von seinem Eigentum kaputt oder verloren gegangen ist. Die Liste werde ich also die Tage zu meinem Anwalt mailen. Und das wird dann in der Verhandlung, hoffe ich da, dass ich ja für die Sachen dementsprechenden Schadensersatz bekomme. Günter Jeckardt kann noch immer nicht fassen, wie hilflos er als Mieter der Willkür seines Vermieters ausgesetzt war. Im Prozess vor dem Amtsgericht Düsseldorf geht es ihm deshalb nicht nur um die finanzielle Entschädigung. Er hofft vor allem auf Gerechtigkeit im Kampf zwischen Mieter und Vermieter. Ich hoffe natürlich auch, dass mein ehemaliger Vermieter einen auf den Deckel kriegt. Nicht nur, dass ich meine Sachen ersetzt kriege, sondern dass er auch eine dementsprechende Strafe kriegt, weil er das Recht in die eigene Hand genommen hat. Die Dachgeschosswohnung ist inzwischen aufgestockt. Bis heute ärgert sich Günter Jeckardt, wie Menschen, die pünktlich ihre Miete zahlten, hier vertrieben wurden. Ja, was natürlich ist, ist, dass wir alle Mieter in dem Haus ein gutes Verhältnis hatten. Dass wir gemeinsam hinten im Hinterhof gegrillt haben und Geburtstage gefeiert haben, dass dieser ganze soziale Kontakt weggebrochen ist. Ja, dass die Mieter in alle Richtungen verstreut wurden. Das ist schon traurig. Da geht schon so ein Stück Gefühl von zu Hause flöten. Mittlerweile hat Günter Jeckardt sich mit seinem Vermieter auf einen Vergleich geeinigt und 3.000 Euro Schadensersatz erhalten. Rechtsanwalt Jürgen Becher rät Mietern, sich gegen Schikanen von Vermietern rechtzeitig zu wehren. Ob durch vorgeschobene Eigenbedarfskündigungen oder willkürliche Bauarbeiten, wenn Mieter verdrängt werden, können sie Schadensersatz fordern. Ich kann dem ehemaligen Vermieter alle Kosten, die mir durch den Umzug entstanden sind, in Rechnung stellen. Wenn ich Maklergebühren zahlen musste, dann ist es das. Wenn ich eine Spedition mit dem Umzug beauftragt habe, dann muss auch das ersetzt werden. Und last not least, wenn ich für die neue Wohnung eine höhere Miete zahlen muss, dann kann ich gegebenenfalls für einen Zeitraum von 3 bis 4 Jahren diese höhere Miete gegenüber dem Vermieter geltend machen, also die Differenz zwischen der alten Miete und der, die ich jetzt für die neue Wohnung zahle. Fälle von Mieterverdrängung gäbe es leider immer häufiger, sagt Jürgen Becher. Doch Mieter haben auch starke Rechte, über die sie sich informieren und die sie einfordern sollten, rät der Anwalt.